bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder eine Death Run Map und zwar Klombus 300 Level Death Run. Es soll auch wieder XP geben. Wir schauen nach, wie schwer die Map ist, wie viel XP es gibt, wie die Verteilung ist. Ich brauche aktuell 77.500 für das nächste Level Up. Mal schauen, ob wir so viel Level auf dieser Map bekommen oder nicht. Ich warte jetzt einfach nur, dass die Map endlich mal startet. Und dann werden wir es ja sehen. Try to escape the Clombo will, which will chase your troop 300 simple and fun level, bla bla bla. Ich entschuldige mich nicht für mein Englisch. Ich kann es einfach nicht. Ich bin der englischen Sprache nicht mächtig. Wenn mich jemand auf Englisch anquatscht, verstehe ich nur links, rechts, hoch, runter. Einige Wörter verstehe ich tatsächlich. Da bilde ich mir dann immer so meine Sätze zusammen. Englische Wörter lesen ist nicht mein Ding. Ja, ich stehe mit Englisch auf Kriegsfuß. Ein bisschen was kann ich, aber so das Nötigste. Und so, hier wird nicht angegeben, dass es XP gibt. Ist ein bisschen seltsam. Wir lassen uns überraschen, wenn denn die Map mal startet. Ah ja, da sind wir. So, Achievement, dafür gibt es XP, Deathrun, eliminiere 5 Player, Easter Eggs, finish in 60 Minuten, 30 Level mit und bla bla. Okay. Shop, okay, das ist aber eine Deathrun-Map, ja? Weil man hier Spieler eliminieren soll. Egal, wir starten rein. Ohne lang zu schnacken. Entschuldigung. So, und 5 Easter Eggs soll es geben. Da bin ich mal gespannt. So. Okay, bis jetzt gibt es für die Coins einsammeln keine XP. Ist ein bisschen schade. Sprinten kann man nicht. Dann kann man sich, glaube ich, auch nicht wirklich hochziehen. So, das Problem bei den Easter Eggs wird sein, die können halt überall versteckt sein. Das ist das Problem. Okay. Die können halt wirklich hier unten sein, aber ich will es halt nicht rauf provozieren und da runter springen, dann bin ich ja vielleicht tot. Und das möchte ich nicht. Vielleicht sind die aber auch irgendwie offensichtlich versteckt. Das wäre geil. Weil es ja eigentlich ein Death Run ist. Also nach Easter Eggs gucken ist hier eigentlich nicht so wirklich Sinn und Zweck der Sache. Und ja, da war nichts versteckt. Hier oben auch nicht. Hab mich nur getäuscht. So. 980 XP gab es jetzt für 25 ja, Level, die wir gemeistert haben. Also XP gibt es da wirklich. Das ist nice. Sind tatsächlich auch nicht zu viele. Das meinte ich. Sind nicht zu viel XP tatsächlich. Wobei ich so für ein schönes Level Up hätte ich mich gefreut.
Oha, und nochmal 1000 für 30 gemeisterte Level? Geil. Jetzt. So. Ah, hier geht's weiter. Ich habe aber wirklich noch kein Easter Egg gefunden. Bei 300 Leveln müsste doch rein theoretisch hier ein sein schon längst mal und so. Ah, Level skippen, okay. Warum? Ist doch einfach mit dem Überrennen, hä? Ja, das Rennen war einfach und das verkacke ich mal wieder auf gerader Linie. Okay. Okay, kein einziges Easter Egg bis jetzt gefunden. Das ist cringe. Ich weiß halt auch nicht, wie die aussehen. Der hätte ruhig mal einen Tipp geben können. Oh, ich dachte, das wären so eine Bounce-Dinger gewesen. Zum Glück waren es die nicht. Okay, hier hätte man einen richtig guten Easter Egg verstecken können. Was war denn das? Ich habe da oben eine kleine Plattform gesehen. Für was ist die? Hä? Für was ist diese Plattform? Verstehe ich nicht. Nein! Oh. Das Einfachste verkacke ich mal wieder. Okay. Mystery Clombo. Give me something to eat and give you a surprise. Hä? Hä? Ich hab aber... Hä? Alter, was? Tatsache? Die Aufnahme ist 7,5 Minuten und hier sind wir bei... Alter, ich schaff das in unter 60 Minuten. Hoffentlich. Easter Egg! Okay, wir haben tatsächlich zwei ausgelassen. Aber 6000 EP? Lol. Okay, wir haben zwei Easter Eggs ausgelassen. Die könnt ihr dann gerne suchen, wenn ihr die Map spielt. Hallo? Was war denn das für ein Lag? Und nein, es lag nicht an meinem PC. Ich glaube, das lag an der Map tatsächlich gerade. Och du Heilige, ich dachte, ich fliege da runter. Ähm,
Also ich sag mal so, die Map ist bis jetzt richtig geil gemacht. Die wird definitiv eins meiner Favoriten werden. Chillig, einfach, XP sind auch richtig gut. Ich muss mal ganz kurz, ne, hier gab es keinen Easter Egg. Die Easter Eggs geben tatsächlich auch gut XP, muss ich sagen. Die Anzahl der gemachten Level gibt auch ordentlich XP und ey, das ist einfach nur geil mit den Kurven gerade. Da war ein Klombinchen, was mich fressen wollte. Jetzt würde ich aber am liebsten... Ui. Noch mehr Dings sehen. Noch mehr Easter Eggs finden. Ich will noch mehr Easter Eggs. Oh, das war knapp. Okay, wenn ihr gerade Nebengeräusche hört, es tut mir leid, hier unten die vom Pflegedienst, die müssen wieder so laut machen. Die denken, die wohnen in der Straße oder die haben ihre Firma hier in der Straße ganz für sich alleine. Was leider nicht der Fall ist. Und das checken die einfach nicht. Dass es hier noch andere Leute gibt. Hier gibt es sogar einen Besteller schräg unter mir. Die sind voll nett. Ich wusste, dass da was ist. Ey, wir haben gerade mal 1 von 10 Easter Eggs. Bei 300 Leveln ist doch... Alter, Klappe zu da unten. Boah, jetzt kann ich aber auch mal fruchtig werden hier. Bei 300 Leveln müsste doch alle 30 Level ein Easter Egg sein. Ich habe alle Fenster geschlossen und ich höre die, als ob die in meiner Wohnung quatschen hier unten. Das ist nicht mehr normal mit denen. Ich weiß, dass Leute, die im Pflegedienst arbeiten, zwecks den alten Leutchen allgemein immer ein bisschen lauter reden müssen, weil alte Leute haben es ja gerne mal mit dem Gehörgang. Und warum habe ich jetzt Boogie Bombs bekommen? Und aber trotzdem müssen die das doch nicht auch noch in der Firma machen. Okay. Dann mach mal den Tanz. So. Die hau mal weg. Braucht man nicht. Das war sehr, sehr knapp gerade. Irgendwie war mir das arschklar, dass da Fallen sind. Oh, ich hab Bock noch ein Easter Egg zu finden hier. Guck grad mal eins. Was?
Okay, hier gab es kein Easter Eggs. Okay. Miau. Speedy Gonzales. Warte. Oh, puh. Schwein gehabt. Wenn jetzt hier auch noch so eine Spike-Falle ist, dann ist das. Kritisch. Da runter. Hi. Ja, easy, haben wir geschafft. Okay. Ich dachte schon. So. Hey, heiß. Alter, warum? Oh, ich hasse sowas. Boom. Alter, was sind das für Level? Ganz ehrlich, die Map ist einfach geil. Aber manche Level. Da denke ich mir manchmal, ich glaube, der Map-Entwickler, der hasst Fortnite-Spieler. Obwohl er selber Fortnite spielen muss. Ah, okay. Uiuiuiui. Unten ist kein Easter Egg, okay. Aha, schön vorsichtig hier. Kein Easter Egg, schade. Ha! Okay. Okay, man stirbt nicht, wenn man diese roten Dinger berührt. Hallo? Jetzt. Ne, nicht mit mir hier, ne? Ich habe es kommen sehen. Aber das mit dem Easter Eggs ist ein bisschen seltsam. 1 von 10 gerade mal. Sag mal, da unten sind Spikes drin. Ich wollte schon sagen, da ist doch bestimmt ein Easter Egg versteckt.
Oh. Ich wusste, dass da eine Falle ist. Ich wollte es euch nur zeigen. Genau. Spiel Gonzales! Ach du Hilfe! Habe ich gerade einen Checkpoint ausgelassen? Nö. Okay. Nein! Ich wollte doch so ganz einfach da drauf und weg und so. Alter, das ist gemein! Das ist auch gemein. Wie soll man das schaffen? Scheiße, ich habe die Falle vergessen. Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wie soll man das schaffen? Hä? Das geht ja instant kaputt. Sorry, aber das mit diesen Glasscheiben da, das skipp ich mal, das Level, weil es geht instant kaputt, egal was du machst, das... Nö. Ernsthaft. Ich krieg einen Kackverkleidungsbusch. Das ist doch ein schlechter Scherz. Ich kann den nicht rauswerfen. Was habe ich denn hier? Irgendwelche Kräuter, okay. Easter Egg? Nö. Hier auch nicht. Okay. Hier auch nicht. Dahin. Walk. Das war wieder geil. Nein! Alter, wie gemein ist die Falle denn? Fast drauf reingefallen. Fast wäre mal drauf reingefallen. Aktiviere the floor oder unlock door. Hab ich.
Wir haben es gemeistert hier. Eigentlich die nächsten Level, also XP. So. Wo lang? Nein! Ich glaube, das werden wir doch nicht in unter 60 Minuten schaffen. Leute, so viele Level sind das gar nicht. Ja, das war gemein. Hundertsechzehn Level noch. Dann haben wir das ja. Da scheiße ich tatsächlich nur auf die Easter Eggs. Was? Was? Der Map-Entwickler hat das Level überhaupt selber mal gespielt? Ah! Okay. Hab nichts gesagt. So. Nö, weiter runter möchte ich nicht. Natürlich muss man wieder springen dazu, damit das überhaupt klappt. Okay, das hatte nur Logik. Nice. Mhm. Ja, das war noch chillig. Das andere Eislevel hingegen war... Naja. Wo sind meine XP? Da gab's XP. Und ein Tod umsonst. Nein. Ach, diese Bounce-Dinger mag ich überhaupt nicht. Man kann nie einschätzen, wo man da hinspringt mit den Dingern. So. Nein! Oh, Schwein gehabt.
Halbes Stündchen haben wir noch für die Map. Und wir sind bei Level 206. Kriegt man hin. Auch wenn wir keine Easter Eggs gefunden haben. Ich habe schon wieder so einen Scheißbusch bekommen. Warum, Spiel? Oh. Das sieht schnieke aus hier. Da unten ist Loch! Da unten war Loch, da war Loch, da war Loch, da will ich hin. Easter Egg! Oh, Alter, wie viele wir ausgelassen haben! 24.000 EP?! Was?! Warum haben wir alle Easter Eggs ausgelassen? Alter, wenn die so viele XP geben! Also zwei müssten wir jetzt noch finden. Tatsächlich. Zwei Easter Eggs gibt es noch zu finden. Ich denke mal, die werden wir auch finden. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht, was mit mir los ist. Aha. Oh nein. Das meine ich, man weiß nie, wo man hinspringt auf diesen Dingern. Wenn man nicht richtig auf der, in der Mitte landet, baut man nach links, nach rechts, nach oben, unten, vor, zurück. Einfach überall hin. Wow. Scheiße. Okay. Nice. Alter, was ist denn das für eine miese Falle? Seid wirklich mies gemacht. Oh mein Gott. Geht alles auch ohne Anleitung. Ich hab's nicht geschafft. Alter, das musst du mir noch mal sagen. Okay, hier scheiße ich tatsächlich drauf, ob es irgendwo ein Easter Egg versteckt gibt, aber meine Fräse.
Hä? Moment. Warum bin ich jetzt langsamer geworden? Hä? Why? Alter. Mann, Mann, Mann. Kannst du, okay, warte, ich würde gerne noch ein Easter Egg finden, tatsächlich. Wenigstens eins. Was? Nein, 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 lass dich sterben! Lass dich bitte sterben! Lass dich sterben! Nein, 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 lass dich sterben! Moment! Nein, ich will da hoch! Nein! Ich wollte da in das Loch rein! Lass dich sterben! Ich will da hinten in das Loch rein, verdammt! Und wieder nicht! Nein, sterben lassen. Da ist ein Easter Egg versteckt. Ich will halt einfach nur wissen, gibt es da wieder... Ach komm, Mister, was leckt mich. Ich wollte wissen, ob da wieder 24.000 EP gibt. Ja, dann nicht. Dann machen wir halt hier weiter. So. Ich wollte doch einfach nur wissen, ob es da XP gibt in großem Ausmaß. Schwein gehabt. Alter, die Fall ist genauso mies. Nein! Fucking Easter muss doch drin sein. Tier Nummer 10 von 10. Oh nein. Ich hasse diese Bounce-Dinger. I hate diese Dinger. Okay, Bonuszeug gibt es hier anscheinend nicht. Okay, nochmal.
So. Ui, das ist aber auch gemein. Ich hätte es noch darüber geschafft. So. Hier unten gibt es keine Öffnung irgendwie für ein Easter Egg. So, hier gibt es wieder Klombinchen. Kriegt bestimmt wieder so einen hässlichen Busch. Wer sagt's denn? Alter, die Falle ist mies. Ha! Ich wusste, dass man da nicht landen darf. Aber warum hat der dort zwei Löcher gemacht? Okay. Jetzt noch alles machbar. Was müssen wir mit dem wieder machen? Da rein. Voll der Rocket League Ball. Nice. Nö, nicht mit mir. Nö. Oh lol, man wäre hier gar nicht weitergekommen ohne das. Interessant. Alter, ich muss aufpassen, dass nicht da irgendwelche Fallen kommen. So wie hier. WTF? Nein, ich renne genau in die Falle rein. Oh, wie verplant muss man denn sein, ey.
Nun ja. Ich habe schon lange kein XP mehr bekommen. Wird mal wieder Zeit hier. Was? Ey, da willst du mich verarschen? Natürlich, wenn du nicht springen drückst, dann fliegst du nicht so hoch. Ei, ei, ei. Oh, okay. Die war aber mal knapp. Okay, wieder Speed. Haben wir gemeistert. Und hier bin ich zu früh abgesprungen. Okay. 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 Hallo? Hallo, nein. Komm auf. Au. Tut weh. Jo, wir haben das Level durch. Hier ist noch eine Münze. Die gönnen wir uns. Hier unten gibt es nichts. Nö, schade. Ich dachte, irgendwas verschießt. Wir haben 3 Achievements bekommen. Wir haben leider nicht alle Easter Eggs. Das ist schade. VIP Access Klombos. Ja, wir klicken das mal an. An sich, die Map ist einfach gestrickt und. Also, machbar für jedermann. Und hier ist ein Secret Room. Gibt's hier noch irgendwas Besonderes? Also wenn es schon ein Secret Room ist, es müsste doch rein theoretisch irgendwas Besonderes hier geben. Irgendwas Verstecktes oder so. Aber nö, anscheinend nicht. Schade. Aber auf jeden Fall, XP-Verteilung ist gut. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ja. Level, es gibt einfache und schwere. Top, ohne Probleme. Mir hat die Map gefallen. Und wenn ihr weiterhin solche Maps sehen wollt,
Zeigt es mir, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr selber Maps entwickelt oder Map-Codes für mich habt, schreibt diese gerne in die Videokommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Resttag und eventuell bis zum nächsten Video.